Was geht? Herzlich willkommen zurück. Wir haben in den letzten Videos schon über Showdown, Breakout und Triple Threat Park gelernt. Heute ist King of the Court dran. King of the Court war die große Ankündigung, als ganz am Anfang gesagt wurde, dass ein neuer Modus in MyTeam reinkommen soll. Und hier ist er jetzt. Und jetzt müssen wir gucken, was das wirklich ist und wie wir das Ganze finden, bevor das Spiel rauskommt. Für King of the Court muss man sich erstmal qualifizieren, entweder im Showdown oder in Triple Threat Park. Eine gewisse Stufe erreichen, gewisse Menge an Spielen gewinnen, was auch immer. Auf jeden Fall brauchst du für King of the Court erstmal eine Genehmigung. Es ist eine Genehmigung. Du musst dir verdienen, dass du da mitmachen darfst. Das Ganze findet statt von 10 Uhr bis 14 Uhr Pacific Time. Es sind 4 Stunden von 10 bis 14 Uhr Pacific Time. Was ist 10 bis 14 Uhr Pacific Time hier drüben in Deutschland? Das ist 19 bis 23 Uhr. Je nachdem, ob gerade Winter- oder Sommerzeit ist. Es ist hier und da mal eine Stunde mehr, weniger, je nachdem. Aber es ist nur am Samstag von 19 bis 23 Uhr. Gehen wir mal von dieser Uhrzeit aus. Das ist die Uhrzeit, zu der mein Team, zum Beispiel beim Basketball, meistens seine Spieler hat. Und wenn mein Team da nicht seine Spieler hat, dann bin ich entweder währenddessen oder vorher am Pfeifen, weil ich auch Schiedsrichter bin, oder ich möchte was mit meiner Familie unternehmen. Warum zum Teufel macht 2K das Ding nicht für das ganze Wochenende auf? Warum sind es nur 4 Stunden an einem Samstag? Selbst 10 bis 14 Uhr in Amerika, Pacific Time, ich weiß jetzt nicht, was es East Time wäre, Eastern Time, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, aber das ist viel zu wenig. Wenn du nur den Samstag machst, dann mach wenigstens den ganzen Samstag. Das, was es jetzt ist, diese 4 Stunden an einem Tag, ist kompletter Müll. Selbst die Amis, die müssen auch mal einkaufen an einem Samstag, die müssen sich auch um ihre Familie kümmern. Keine Ahnung, der andere muss seine Freundin anfassen, ich weiß es nicht. Das ist viel zu wenig Zeit für einen Mode, der nur am Wochenende verfügbar ist. Das ist kompletter Quatsch. Aber natürlich ist es auch hier wieder so, dass du Belohnung bekommen kannst. Du kannst auf einem Leaderboard nach oben klettern, was man hier auf dem Bild sieht. Der erste Platz an jedem Samstag bekommt 1 Million VC plus King Awards. Die King Awards werden hier jetzt nicht weiter ausgeführt. Aber man bekommt so eine richtige Rangliste wie damals, als es um die Qualifikation für das 250.000 $ Turnier ging. Das war immer cool. Das war alle paar Wochen, alle paar Monate. Hier ist es jetzt jede Woche ohne dieses 250.000 $ Turnier. Okay. Aber trotzdem, ich finde, das ist so ein Highlight der Woche, wo jeder mal sein Bestes geben kann und versuchen kann, ganz nach oben in dieser Liste zu kommen. Es gibt die Top 10. Dann gibt es Top 1%, Top 10%, Top 50% und dann die restlichen Platzierungen. Ich finde, man könnte zwischen Top 1, Top 10, Top 10, Top 50 noch ein paar Ranks dazwischen machen, dass man sieht, wo man ist. Aber man wird selber sehen, wo man ist. Man hat dann halt keine Vergleiche um sich herum. Was hier besonders ist im Vergleich zu dem Qualifikationsturnier für die 250.000 $ vor 2 und vor 3 und vor weiteren Jahren, ist, dass man hier erst nach 3 Niederlagen rausfliegt. Bei dem vorherigen Turnier war es so, dass du bei der ersten Niederlage direkt raus warst. Hier darfst du jetzt 2-mal verlieren und bei dem 3. Mal bist du dann raus und dann wird dein Count quasi gestoppt. Wenn man jetzt bedenkt, dass das die Spiele sind mit 4-Minuten-Vierteln, wird ein Spiel circa 15 bis 20 Minuten dauern, eher 20 Minuten. Dann schafft man in 4 Stunden ungefähr 12 Spiele plus minus, wenn deine Gegner quitten oder wenn du in Overtime kommst oder wenn du Ladezeiten hast oder was auch immer. Also sagen wir einmal, du schaffst so, sagen wir mal, du schaffst 12 Spiele. 3 Niederlagen ist dann schon, ja, wenn du die 3. verloren hast, dann hast du es auch. Entweder hast du schwere Gegner gehabt oder du hast dann halt auch verdient. Man sollte halt gucken, dass man diese 3 Niederlagen nicht zu früh bekommt. Ich für meinen Teil werde es wahrscheinlich meistens eh nicht spielen können. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das wird nicht machbar sein, weil selbst wenn ich dann kein Basketballverpflichtung habe, dann wird die Familie da sein oder irgendetwas anderes, Arbeit, was auch immer. Ich brauche da mehr Zeit. Also King of the Court, schwierig. Was haltet ihr von dieser Änderung? Findet ihr, dass das so wie es jetzt ist, in Ordnung ist? Oder findet ihr, dass das noch ein bisschen Verbesserung bräuchte? 1 Million VC, jede Woche gewinnen, ist geil, aber das ist halt nur der erste Platz. Das ist der
beste Spieler der Welt zu diesem Zeitpunkt, der diesen Modus spielt. Das ist super krass. Also selbst wenn irgendeiner von uns in die Top 10% kommt, dann kann man schon sagen, dass man ein guter Spieler ist. Also ein richtig guter Spieler. Aber ja, ich habe diesen Modus jetzt schon abgeschrieben, weil ich ganz genau weiß, dass ich das vielleicht einmal im Monat spielen werden kann. Vielleicht zweimal im Monat, wenn ich mit meiner Frau verhandle und sage, ey, ich würde mir gerne diese Zeit wirklich frei nehmen. Aber wenn man wirklich mit Verpflichtungen im Verein, Arbeit, ich arbeite halt auch ab und zu am Wochenende zu Hause, und Familie, Familienverpflichtungen, wenn man sich als Vater nicht komplett rausnehmen möchte, was man nicht machen sollte für ein Videospiel, nicht so oft zumindest, dann wird's schwierig. Ja, also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, dass wir auch jüngere Zuschauer haben. Für euch ist das bestimmt geil. Wenn ihr Zeit habt am Samstag, dann zockt das, guckt, wie weit ihr kommt. Ich drücke euch jetzt schon die Daumen. Ansonsten bin ich erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.